Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unterm Messer, Staffel 4, Folge 2. Und wenn ihr die letzte Folge gehört habt, was ich empfehle, denn es ist ein Zweiteiler, dann wisst ihr auch, wie das jetzt läuft. Ich zähle jetzt runter und dann starten wir die Folge live bei Disney Plus und besprechen sie als eine Art Audiokommentar. Genau, und ihr könnt gerne mitmachen. Ich bin übrigens die Dela und bei mir ist der Flo. Hallo Flo. Das hätte ich auch noch gesagt. Hallo. 3, 2, 1, los. Wir kriegen wieder das wundervolle Intro, was ich sehr, sehr liebe. Ja. Bei Disney Plus hat man ja die Funktion Intro überspringen, das würde ich bei dieser Serie aber nie tun. Ja, und es ist tatsächlich eine der wenigen Serien, bei denen ich das nie tun würde. Ja. Na gut, ich gucke zurzeit zum Beispiel sowas wie Blackish, wo das Intro 3 Sekunden lang ist und trotzdem die Funktion hat überspringen. So schnell könnte ich nicht mal klicken. Aber ja. Ich finde, das hat auch was Beruhigendes. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Aber es gibt halt auch so Intros wie zum Beispiel zu House of the Dragon, wo es furchtbar ist. Und da kannst du es halt leider nicht überspringen. Ja. Naja. Wir besprechen heute die Folge Honeycutt and the Porters, die zweite Folge der vierten Staffel. Und im Original ist es einfach der zweite Teil von Welcome to Korea. Also die Folge ist damals, als sie erstmals im Fernsehen lief, auch als Doppelfolge, also als einstündige Folge ausgestrahlt worden, am 12. September 1975. Genau. Sind wir jetzt gerade noch im Rückblick auf die letzte Folge oder ist das schon wieder eine neue Szene? Das ist direkt eine neue Szene. Okay, denn Vader wird gerade unsanft von Frank geweckt, der ja, wie wir in der letzten Folge schon etabliert hatten, der neue Kommandant ist vorübergehend. Und hier merke ich wieder, also ich gucke die Folge mit deutschen Ton und deutschen Untertiteln. Nein, englischen Untertiteln. Nein, deutschen Untertiteln. Ich wusste es jetzt selbst nicht. Und merke wieder, es ist komplett was anderes, was gesprochen und was geschrieben wird. Ja. Denn Frank sucht Raiders Klemmbrett unter K im Aktenschrank. Und im deutschen Ton sagt er, sie sind scharfsinnig. Und im deutschen Untertitel steht da, nein, unter C. Wieder mal was komplett anderes. Lustig. Ja, sie wecken gerade Hot Lips. Und sie haut erstmal Vader die Tür vor den Kopf. Ja, das Übliche. Also so ein bisschen Physical Humor. Ohne Vergleich, damit wir auch den Fahnenappell rechtzeitig machen. Raider feuchtet sein Lippmann, damit er tröten kann. Es ist 05:16. Es ist ziemlich hell für 5:16 Uhr morgens. Ich bin mir nicht sicher, wie das in Korea so ist, aber. Naja, wir haben Sommer, so wie es aussieht. Aber. Ja, doch, jetzt. Es ist ein Rückblick, deswegen. Es ist ein Rückblick, aber mit Szenen, die wir in der ersten Folge gar nicht hatten. Genau. Lustig. Also wir erklären gerade nochmal, was das Problem ist, dass Trapper John entlassen worden ist und er ist kurz bevor Hawkeye ihn erwischen konnte, abgeflogen. Genau, Hawkeye hat einen Jeep und Radar geklaut und versucht ihn noch zu erreichen, aber er kam leider zu spät. Stattdessen haben sie aber Trappers Nachfolger BJ Honeycutt aufgegabelt und der scheint jetzt gar nicht so der Verkehrteste zu sein. Genau. Ja. Und am Ende der Episode haben sie einem Colonel einen Jeep geklaut und sich wieder auf den Weg zu einem General. Einem General, ja, Entschuldigung. Nein, im Deutschen sagen sie ein Ach ja, stimmt, ein General ist ja ein General. Oh Gott. Ja, ihr merkt auch wieder, also auch diese Folge hier ist live aufgezeichnet und nicht geschnitten. Und wir merken jetzt gerade in der Folge, dass Hawkeye weg ist. Und das führt zu einem Streit zwischen Margaret und Frank. Und wenn ich so Frank mit seinem Helm sehe und Margaret mit ihrem Dutt, der Dutt sieht militärischer aus als der Helm. Ja.
Ah, wenn ich dieses Lachen von Frank höre. Schrecklich. Mm. Aber unsere Helden sind natürlich schon auf dem Rückweg und werden auch gleich ankommen. Hofft man zumindest. Mhm. Ja, BJ hat gerade seine Mütze verloren. Ja, und Hawkeye sagt, es ist besser, wenn er den Hut verliert, als seine Nüsse. Und jetzt treffen sie auf die Militärpatrouille, die sie schon mal begegnet sind. Und der sie von Neuropraxia, einer Krankheit, erzählt haben. So, sie erklären ihm gerade, dass sie Vader verlegen, weil das andere Lazarett überfüllt war. Aber er wundert sich gerade, dass Vader jetzt wieder in der Lage ist, Auto zu fahren. Vader guckt ein bisschen, naja. Aber wir etablieren, dass BJ jetzt extra für Vader eingeflogen worden ist, um ihn zu operieren. Mhm. Und Vader kann nur Auto fahren, weil er eine Füllung im Ohr hat. Aber der MP bemerkt, dass es ein anderer Jeep ist. Genau. Ja. Sie haben ein sehr gutes Auge, Lieutenant. Ja, der Jeep, den sie da fahren, den haben sie abgeholt, der wurde nämlich Frank Burns gestohlen. Oder Frettchengesicht, ihr hört auf beides. Oder simuliert einen Anfall? Ja, weil der MP wird ein bisschen misstrauisch. Mhm. Und er winkt sie durch. Oh, der Jeep stottert aber, da war der Feuer besser. Ja, so trocken, wie es da aussieht. Wobei, ich glaube, auch im Winter sieht es immer so trocken aus, wenn sie die Aufnahmen haben. Und wie im ersten Teil haben wir auch hier wieder Außenaufnahmen vom fahrenden Jeep, die ganz eindeutig beschleunigt wurden. Das sieht so ein bisschen Schwarz-Weiß-Film-Slapstick-mäßig aus. Ja, das stimmt. So, Vader soll anhalten, weil Hawkeye irgendwas gesehen hat. Oh ja, eine koreanische Familie steht im Feld. Und überprüfen das Land auf Landminen. Ja, aber die Töchter müssen auf dem Acker rumrennen und stochern, weil die sind ja das Unwichtigste in der Familie. Und das regt Hawkeye gerade ein bisschen auf. Ja. Und er ruft ihnen zu, sie sollen damit aufhören. Ja. Weil bevor die Kuh auf das Feld darf, müssen erstmal die Töchter gucken, ob die Land nehmen. Ja, das ist jetzt hier so wieder der dramatische Moment. Und ja, aber wir entschärfen ihn gleich damit, dass Vader versucht, Koreanisch zu sprechen. Und den Vater Regenschirm nennt. Ja. Und es hat Bumm gemacht und Vader rennt einfach ohne zu gucken auf das Feld, um dem Mädchen zu helfen. Aber von dem Mädchen ist erstaunlich viel übrig. Also. Ja. Na gut, sie hat mit einem langen Stock gestochert. Ja, okay, stimmt auch wieder. Mhm. Ja, nachdem es am Ende der letzten Staffel, nachdem er Henry ausgeschieden ist und jetzt auch noch Trapper, da waren die Produzenten ein bisschen misstrauisch, wie es denn jetzt weitergehen soll, wie man die Serie fortführen soll. Und mit den zwei Neuzugängen, also wir haben ja jetzt bis jetzt erst einen, aber ich spoiler glaube ich nicht, wenn ich sage, da kommt noch jemand dazu. Mhm. Da hat sich die Serie auch ein bisschen mehr wegentwickelt von dieser klassischen Sitcom. Ich meine, wir hatten ja auch schon dramatische Episoden, aber wurde mehr zu einer Dramedy. Also ja, so ein Hybrid aus Comedy und Drama. Aber wir haben trotzdem hier weiter sehr viele Comedy-Elemente. Also es hat sich jetzt gerade die komplette koreanische Familie in den Jeep gequetscht, weil wir ja das verletzte Mädel jetzt irgendwie versorgen müssen. Mhm, immerhin die Kuh nicht, ja, der Vater auch nicht, aber... Naja, den Vater haben sie wieder rausgeschubst. Ja, hätte ich auch.
Und ich glaube, das war jetzt der Moment, wo BJ auch gesehen hat, dass Vader was auf dem Kasten hat. Ja. Das war, glaube ich, auch so ein erster Eindruck von dem, was ihm jetzt außerhalb des Krieges noch erwarten kann. Mhm. Er ist nicht mehr in Kansas. Ja, wir sind wieder zurück im Camp, also in der Szene. Und Frank streitet sich wieder mit Jamie Farr, mit Klinger, weil der beim Saubermachen Ohrringe trägt. Ja, aber ansonsten trägt er eine Uniform, die steht ihm einfach nicht. Ja, das stimmt. Ha, Socken und Blut an den Stiefeln. Und währenddessen blättert Klinger in einem Nudistenmagazin und sagt, wir schneiden nackte Mädchen die Hecke, das könnte gefährlich werden. Und da steckt er sich das Heft erstmal unters Hemd. Während Frank im Sumpf ein bisschen rumwühlt. Ja, natürlich Also wir haben jetzt wieder zurückgeschalten auf den Jeep. Aber wir hören Frank. Genau. Hast du so richtig die Vorgeschichte von BJ verstanden? Also das ist tatsächlich das erste Mal, dass es so ein bisschen im Hinterland rumläuft, oder? Ja. Also und? Er ist junger Arzt, frisch verheiratet, gerade ein Kind gekriegt und ist eingezogen worden. Genau. Das ist jetzt so sein erster Kontakt mit der Welt des Krieges. Aber uns ist gerade ein Reifen geplatzt und er muss jetzt den Reifen wechseln. Und BJ erklärt jetzt noch so ein bisschen aus seiner Hintergrundgeschichte. Also er ist in der dritten Generation in seiner Familie Arzt. Aber sowas wie hier hat er noch nie gesehen. Genau. Und Raider ist auch traurig, denn sein Kaugummi ist im anderen Jeep. Ja, die Episode kam übrigens ziemlich gut an, denn sie hat 2 Emmys gewonnen, 1976. Okay. Outstanding Directing in a Comedy Series. Also der Regisseur Gene Reynolds hat den Regie-Emmy gewonnen. Und ein Outstanding Achievement in Film Editing for Comedy Series für die Editoren. Also für den Schnitt. Ja, verstehe ich. Ich verstehe auch, dass hier die Darsteller jetzt nichts gewonnen haben, denn auch wenn das eine solide Folge ist, außergewöhnliche darstellischere Leistungen sind hier nicht vorhanden. Okay, ich bin ja wenigstens schon mal froh, dass ich als alleine nicht verstanden habe, was passiert ist. Also an uns ist gerade eine Truppe Koreaner vorbeigelaufen und plötzlich haben sie sich in Luft aufgelöst. Ja. Und wir vermuten jetzt, dass es Guerillas sind. Gorillas. Aber das Schöne ist, mir wurde die Szene auch gerade erklärt, weil BJ ist davon genauso verwirrt wie ich. Und ein Schuss fällt. Und mehrere Schüsse fallen jetzt. Ja, während der Reifen gewechselt werden muss. Brauchen wir denn wirklich alle 4 Reifen, Frank Raider? Dafür, dass mehrere Schüsse den Jeep treffen, hat er nicht mal Kratzer. Naja gut, würde ein Kratzer bei dem Ding noch auffallen? Also er ist ja dreckig, aber doch glatt. Ja, das stimmt. Ja. Oh, bevor sie wegkommen, muss Raider den Wagenheber noch einsammeln, denn es ist ein Generals-Wagenheber. Und dann machen sie aber, dass sie davon kommen. Und sind unverletzt. Aber wo haben sie jetzt das Mädel überhaupt? Und ich glaube, die haben sie irgendwo abgelegt. Zu Hause abgesetzt mit der ganzen Familie, weil da nichts mehr passiert war. Aber gezeigt haben sie es nicht. Ja, sie sind jetzt quasi ein paar Meter weiter gefahren, um den Reifen festzuziehen, damit sie nicht mehr beschossen werden. Apropos nicht gesehen, als die Folge in den 80ern wiederholt wurde, da hat man
ja nicht zwei Folgen daraus gemacht. Da hat man einfach am Ende der ersten Staffel mit dem Clown des Jeeps aufgehört und mit dem letzten Satz aus dieser Folge den noch drangehängt und einfach das Ganze, was wir hier sehen, rausgeschnitten. Ah, okay. Dann doch lieber in zwei Folgen, wie jetzt ja. Ja, das stimmt. So, wir treffen jetzt auf unsere Leute, zumindest glaube ich das, aufgrund der Uniform. Und da sieht man schon, da sind ein paar Dinge schiefgegangen, weil wir haben umgekippte Fahrzeuge und Granaten und Minen und Zeug. Ja, und wir fliehen aus dem Jeep. Ui, also wir sind direkt in ein Gefecht geraten scheinbar. Ja, und BJ hat echt einen schlechten ersten Tag. Ja, man sieht ihm auch tatsächlich an, dass er ein bisschen entsetzt ist. Damit hat er nicht gerechnet. Okay, das Blut sieht echt ein bisschen unecht aus, oder? Neonrot, ja. Also ich weiß nicht, hatten die damals keine besseren Möglichkeiten oder haben sie es einfach aus? Ich meine, heutzutage in Videospielen hast du auch grünes Blut, damit die Menschen ja nicht bluten. Ja, ich habe auch die Tage gesehen, dass in Animes in China, dass die zensiert werden, das Blut wird jetzt weiß gemacht. Was dazu führt, dass es manchmal aussieht wie eine Spermaschlacht. Aber ja, na gut, es waren damals natürlich auch andere Fernseher mit anderen Farbvorgaben. Vielleicht sah es realistischer aus oder vielleicht wollte man auch nicht, dass es zu realistisch wirkt. Naja, weil wir haben ja schon früher OP-Szenen gehabt, wo wir richtiges, also Blut hatten, das wie Blut aussah. Ja. Ich weiß nicht, da wäre mal interessant, die DVD-Version, ob das hier für Disney Plus quasi geändert worden ist. Ja, das glaube ich aber nicht. Jedenfalls, es wurden jetzt einige Soldaten verletzt und die Truppe versorgt sie jetzt so gut, wie es halt geht. Ja, und jetzt kann BJ auch mal zeigen, dass er nicht nur ein hübscher Kerl in schicker Uniform ist, sondern auch ein guter Arzt. Genau. Und sie werden immerhin weiter beschossen. Ja. Und der eine Soldat, den wir jetzt gerade versorgen lassen von Honeycutt, der sagt, er merkt auch nichts mehr an seinen Beinen. Das ist also kein gutes Zeichen. Ja, aber er freut sich immerhin, dass es im Mesh Schwestern gibt. Genau. Und da liegen Soldaten, die sehen nicht mehr so gut aus. Nee, tatsächlich nicht. Aber immerhin hat das der Beschuss jetzt auch gehört. Ja. War vielleicht nur ein Wutanfall, ja. Galgenhumor. Und unser Jeep steht noch. Das ist auch viel wert. Und BJ legt sich im Matsch flach. Aber er hat es geschafft, die Medikamententasche noch außerhalb der Matschpfütze zu halten. Das Zeug ist also so weit noch in Ordnung, wie es halt sein kann. Im Feld. Ja, BJ versucht auch den toten Soldaten zu helfen, merkt, dass das keinen Sinn mehr hat. Und geht erstmal kotzen. Ja. Weil der wahrscheinlich, also der liegt mit dem Gesicht weg von uns, also er liegt auf Bauch. Ja, ich nehme mal an, der sieht auch nicht allzu hübsch aus mehr. Ich vermute, er hat gar kein Gesicht mehr, ja. Ja. Aber ich finde schon diese Verbindung, die BJ und Hawker hier entwickeln, das passt. Also. Ja, vor allem, dass wir halt BJ nicht als diesen Superhelden haben, sondern. Ja. Dem geht das halt echt an die Nieren. Also dem geht es echt schlecht gerade. Ja. Wir haben Hawkeye, der sarkastisch, aber menschlich ist. Und ja, diese Menschlichkeit wird hier direkt von Anfang an auch BJ zugeschrieben. Ja. Und es ist halt auch wirklich, Hawkeye gibt ihm jetzt den Satz, ja, du gewöhnst dich dran. Es ist scheiße, aber der schlimmste Teil liegt hinter dir, wenn du dich einmal dran gewöhnt hast. Ja. Und zurück ins Mesh. Hier sind immer noch Frank und Hot Lips ziemlich sauer, dass Hawkeye abgehauen ist. Und Frank fantasiert wieder davon, wie er Honeycutt in seinem Vorbild formen kann. Gib mir einen Mann mit 28 Jahren und der gehört mir. Mhm. Ja, klar.
Frank, für einen Moment sah es aus, als hättest du ein Kind. Aber mal ehrlich, Honeycutt ist doch kein 28. Also er hat schon ziemlich hohe Stirn, muss ich sagen. Und wo haben wir jetzt die verletzten Soldaten schon wieder hingetan? Hatten wir nicht gesagt, wir nehmen den einen mit? Ja. Die Leute, die in den Jeep kommen, verschwinden halt auch schnell wieder. Naja gut, oder wir haben sie einfach zu einem anderen Mesh gebracht. Das kann ja auch sein. Er hat ihm ja nicht gesagt, er bringt sie zu seinem Mesh. Stimmt. Jedenfalls machen wir jetzt erstmal eine Pause. Und Vader kriegt einen neuen Traubensaft. Warum sage ich immer Graubensaft? Das ist furchtbar. Das ist sowas wie Bubble Tea. Naja, ich hätte jetzt gesagt, süße Graubensuppe. Ja. Ja, das Unterhaltungsprogramm besteht aus einer Schlägerei hinter einem, hinter so einer Papierwand. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, war der 28-Jährige zu dem Zeitpunkt 36. Na ja, okay. Wir hatten gerade einen sehr schönen Satz. Macht dir keine Sorgen, wir haben alles im Überfluss, vor allem Läuse. Ja. Also während dieser gemütlich was trinken, ist im Hintergrund eine Schlägerei und BJ guckt tatsächlich so, als würde er sagen wollen, wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Ja. Und er wird dazu animiert, mehr zu trinken. Ja. Es fliegen Stühle und Menschen. Ja. Und wir sind aber außer den zwei, die sich prügeln, interessiert es eigentlich keinen, was ich auch lustig finde. Ja. Selbst Raider ist ja entspannt, finde ich lustig. Und Raider ist eher betrübt, weil die Cocktailkirschen alle sind. Und unser Jeep ist noch da, es ist erstaunlich. Und die beiden, ja. Hawkeye und BJ, sind ein bisschen angetrunken. Ich glaube, die sehen zwei Jeeps, so besoffen die sind. Oh, und Hawkeye will fahren, aber Raider setzt sich doch lieber erst direkt an Steuer und Hawkeye auf seinen Schoß. Wobei ich sagen muss, betrunken werden von Sake ist auch echt nicht schwer. Das Zeug geht ganz böse ins Blut, habe ich so die Erfahrung gemacht. Und die beiden kuscheln miteinander. Das finde ich lustig. Oh, süß, ja. Nee, ich vertrage eh nicht viel. Also ich bräuchte auch, egal was, nicht die großen Mengen und wäre besoffen. Aber ich glaube, so ein Schnaps war tatsächlich jetzt gerade das, was sie gebraucht haben. Und vor allem, es sind ja tatsächlich nur ein paar Meter bis zum Camp, in dem sie lauthupend jetzt ankommen. Oh. Ja, Frank ist total begeistert, dass ein Superchirurg kommt und die beiden fahren gerade mit Raider ein und sind natürlich trotz besoffen. Lustig. Ja, Frank fällt gerade alles aus dem Gesicht. Ja, und Hawkeye stellt ihm Captain BJ Highheart vor. Der gerade versucht zu salutieren und dabei Margaret in die Arme fällt. Eine schöne Begrüßung. Ja. Und damit haben wir auch schon den zweiten Teil dieser Eröffnungsepisode fast geschafft. Genau. Wir haben jetzt nur noch Frank, der zum Jeep geht. Und die MPs kommt. Kommen. Ja. Und sie verhaften Frank, weil er ja den Jeep geklaut hat. Ja. Und Hawkeye kommt vorbei und sagt, ich würde für den Charakter dieses Mannes bürgen, aber er hat keinen. Dieser Bademantel, den BJ trägt, der ist schon gewagt knapp, oder? So hat man das damals getragen. Naja, der von Hawkeye ist länger. Ja, der ist ja schon älter. Na, okay. Und jetzt gibt es noch eine Ansage, die uns die Personaleinteilung erzählt. Alan Elder aus Hawkeye. Mike Jarrell als Honeycutt. Genau. Loretta Swift als Houlihan.
Larry Linville als Frank. Frettchen Gesicht. Gary Burghoff als Raider O'Reilly. Und William Christopher als Father McCurry. Und natürlich Jamie Farr als Corporal Maxwell Klinger. Und wir bekommen ein erster Moment, ein erster Auftritt. 19. September 1952, Harry Morgan als Colonel Sherman Potter. Und ich mag ihn so, ich mag ihn so. Das Erste, was er sieht, als er mit seinem Jeep ins Camp fährt, ist ein sich sonnender Raider. Ein sich sonnender halbnackter Raider. Naja, halbnackt funktioniert das ja auch nur. Und dann eine Hupe in den Arsch. Das ist natürlich eine Begrüßung. Aber wie er sich die Nippel verdeckt, ja. Süß. Ja, aber damit ist die Folge schon rum. Genau. Und wir werden Colonel Potter in der nächsten Folge kennenlernen. Aber und ich freue mich darauf so sehr. Auch. Ja, die nächste Folge trägt auch den Titel Ich bin Colonel Potter. Aber erstmal, wie fandest du denn diesen zweiten Teil, dieses Zweiteilers? Ich fand ihn tatsächlich wesentlich besser als den ersten, weil wir hier halt wirklich sehr viel Menschlichkeit zeigen. Dadurch ist eben BJ wirklich echt dreckig geht und wir natürlich auch die ganzen Verletzten haben und so weiter und so fort. Und wir sehen, dass wir da immer noch im Krieg sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ich allerdings sagen muss, das stört mich ein bisschen, dass die Verletzten alle plötzlich verschwinden. Ja, diese Familie und die Verletzten, das ist schon ein bisschen komisch. Aber trotzdem, ich finde auch diese Folge hier wieder echt gut. Also die macht Spaß. Wenn man von Spaß so sprechen kann, aber weißt du, was ich meine? Ich finde, BJ hat in diesen zwei Folgen schon mehr Charakter, als der arme Trapper es in 3 Jahren hatte. Ja, das stimmt. Und das tut mir ein bisschen leid, aber es ist so. Und ja, ich bin gespannt auf Colonel Potter. Also ich gebe 8 von 10 minensuchenden Mädchen. Und ich auf 8 von 10 Sonnenreflektoren. Gut, dann freue ich mich auf die nächste Folge und es war schön mit dir, Dela. Ja, mit dir auch. Und es war schön mit euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns demnächst. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.